Hallo! Hey! Wir sind's, Philipp und Jan. Und wir haben heute etwas, ja, mal wirklich ein Klassiker. Wir haben ich bin gerade super glücklich. Ja. Die Mucke, das ist einfach der Oberhammer. Also erstmal, ich habe damals, als Pokémon rauskam, ich weiß gar nicht mehr, in Deutschland kam das ja sehr spät erst raus, glaube ich. Ich habe es aber, ich wurde durch irgendein Nintendo-Magazin so gehypt, dass ich das unbedingt haben wollte und habe es mir dann halt auch von meinem kleinen Taschengeld, was ich damals hatte, direkt gekauft, als es rauskam. Und ich habe es bis zum Erbrechen gezockt, wie jedes Kind in meinem Alter dann eigentlich. Also ich war... Alle Pokémon gehabt. Ja. Ich weiß noch, dass ich das... auf dem Schulhof hatten es halt einige in meiner Klasse. Ich war auf dem Gymnasium in der 6. oder so wahrscheinlich. Wann war es denn ungefähr? Ja, Ende der 90er, Anfang 2000er kam es, glaube ich. Ja, also hier ist ja bis 99. Ja. Ich denke mal, dass das 99 dann in Deutschland rauskam. Ja, und da hatten noch... Bei uns hatten fast alle die rote, deswegen habe ich mir damals dann die blaue geholt extra. Mhm. Und ich habe es am Weihnachten bekommen und ich kann mich noch genau an das Gefühl erinnern, wie viel Spaß das gemacht hat. Ich saß da und ich habe die restlichen Weihnachtsferien nur da gesessen. Ich weiß noch am Weihnachtsabend, wie ich da auf dem Sofa saß und wirklich Stunden gezockt habe und nichts anderes gemacht habe. Es war so süchtig machend, es ist immer noch einfach ein grandios geiles Spiel. Ja. Auch immer noch, finde ich, nach Gold und Silber, eigentlich auch immer noch eines der besten der kompletten Serie, finde ich. Auf jeden Fall. Also so vom allem drum dran, klar fehlen da ein paar Funktionen, Tag, Nachtwechsel, bla 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 bla. Ja, und vom Charme, die Spezialattacke Charaktere. Und Spezialangriff und Spezialdefense sind auch noch ein Stat hier zusammengefasst. Halt. Aber es ist, also nichtsdestotrotz... Deswegen, nämlich, kleiner Pro-Tipp. Ja. Du. Fun Facts mit Philipp. Eigentlich war Bisasam ja eins der am seltensten genommenen Pokémon. Ich habe es sofort genommen, übrigens. Und hier jetzt der Fun Fact von Philipp. Jedes Pokémon hat ja einen etwas erhöhteren Wert hier in diesem Spiel. Bei Glumanda war es der Initiative-Wert, wenn ich mich richtig erinnere. Bei Shigi der Defensiv-Wert. Und bei Bisasam der Spezialwert. Und das hieß, Spezialangriff und Spezialverteidigung waren dadurch beide höher. Deswegen war eigentlich Bisasam das beste Pokémon. Es war, glaube ich, auch deswegen das Beste. Also am Anfang war es, glaube ich... Ja, weil man damit zwei Gyms auch auf jeden Fall... Ja, genau. Hat. Und also es war auch einfach... Ich habe es halt einfach so genommen damals, weil es das Coolste war. Nee, Glumanda. Also Bisasam war saugeiler. Also ich meine, war es sofort auf... Ich habe auch heute mein allererstes Bisasam noch. Ich hab's noch auf... Ich hab's noch auf... Ich kann die blaue Edition, wir holen die nochmal ran und dann gucken wir uns mal ein originales Bisasam an von damals. Das habe ich auch noch eigenhändig auf 100 hochgebracht, ohne Sonderbonbons und Co. Es wurde wirklich... mit Blut und Schweiß hochtrainiert. Und das, glaube ich, ist auch mein einziges, glaube ich, dass ich es so komplett hochgemacht habe. Die anderen habe ich dann schon ein bisschen hochgelevelt und das war einfach, das war's wert. In der Zwischenzeit bin ich schon mal ins neue Spiel jetzt reingegangen. Übrigens, nur zur Information, wir spielen, haben wir uns gerade überlegt, eine Nuzlocke. Wer das nicht kennt, eine Nuzlocke ist sozusagen Pokémon auf Hard. Es gibt mehrere Regeln, und zwar, wenn ein Pokémon stirbt, das ist erstmal das Wichtigste, oder wenn es ohnmächtig wird, dann gilt das als tot. Man muss es freilassen und man kann das nicht wieder beleben. Zweitens, wenn man in eine neue Area kommt, darf man nur das allererste Pokémon fangen, das man trifft. Wenn man das aus Versehen tötet oder das aus irgendeinem Grund entwischt oder sowas, kann man in diesem Gebiet kein neues Pokémon mehr fangen. Ich würde aber hier eine kleine Ausnahmeregelung machen. Wenn wir das Pokémon schon gefangen haben, dann dürfen wir das nächste nehmen. Damit ja, das wir ist halt ein bisschen, super, auch langweilig, ja. Und wichtig ist, in den ursprünglichen Regeln, du musst auch jedem Pokémon einen Spitznamen geben. Ja, genau. Ja. Das habe ich damals übrigens sowieso getan. Da hießen halt Bisasam hieß Bisa. Ich war auch ein kreatives Kind, ne? Genauso, das Haus Tobi hieß Tobi. Das ist ungefähr genau die gleiche Kreativität, die ich hatte. Also ich habe meine Pokémon nie umgenannt. Aber mein Teddybär zum Beispiel hieß Teddy.
Ich hatte einen Kuscheltierhund, den habe ich bekommen, als ich geboren wurde, von meiner Patentante. Das war mein erstes Stofftier, den habe ich heute noch, der hieß und heißt Eierhund. Einfach mal so, also ich finde Eierhund ist ein... Ich vermute, es liegt an Haier machen, weißt du? Eierhund. Mm, aber ich bin mir nicht sicher. Es, bis heute ist es Eierhund. Ja, oder vielleicht wegen, wenn man ja einen Hund streichelt als Kind, sagt man ja auch total oft so Ei, Ei. Kann auch sein. Ei, Ei, Hund. Ja, kann auch sein, ja. So, wie heißen wir denn? Wenn wir jetzt rumglitschen, müsstest du dir einen bestimmten Namen geben. Aber, so, nein, aber wir machen jetzt hier keinen Speedrun, weil wir es einfach nicht können. Nee. Wie wär's denn mit, ich hätte es jetzt so remastered auch gesagt oder sowas, aber, ich denke ja irgendwas... Olaf, habe ich irgendwie... Olaf ist doch automatisch ein dickes Kind mit Locken und wenn es isst, hat es Marmeladenreste an den Mundwinkeln. Das ist ein Olaf. Du zeichnest da ein sehr konkretes Bild. Ja, aber kanntest du einen Olaf? Nee, ich kannte einen anderen Jan. Aber ist genug davon. Richtig, ja. Dein Name ist Olaf. Oh, wer ist unser Gegner denn? Dies ist mein Enkel. Jonas. Hallo Jonas. Ihr kennt ja unseren Remastered-Kollegen Jonas, oder? Ich finde übrigens den Namensvorschlag Blau, das ist mir bis heute ein Rätsel. Was soll das? Einfach nur wegen den Editionen. Ja, und du bist dann rot halt, ne? Ja, aber... Den hast du jetzt halt wieder nicht verstanden. Schade. Habe ich wohl verstanden, ich fand ihn nur leider nicht witzig. Ja, du bist kacke. So, gibt natürlich noch Hardcore-Regeln, ne? Wir könnten ja auch zum Beispiel sagen, du darfst keine Heil-Items benutzen. Wir keine Poké-Center aufsuchen. Aber ich bin. Nein, also, Poké-Center auf jeden Fall. Willow? Sind wir hier bei Buffy? Wo ist es da? Wilbur. Können wir nicht Kevin einfach machen? Wilbur, stimmt, das lag mir auf der Zunge. Ja, ich muss einfach der verpeilteste Professor aller Zeiten sein. Letztens habe ich noch, ich will keine Werbung machen, aber ich versuche mich hervorzubinden. Ihr wisst ja eigentlich, bin ich Let's Plays voll scheiße. Wirklich wahr. Guck mir das nicht an. Aber außer natürlich unseres. Ja, auch ich guck mir jede Folge ganz an. Auf jeden Fall. Ich habe mir letztens Jontron anguckt, seine Pokémon Bootleg-Folge. Wo es diese vietnamesische Version gab. Wo die Items irgendwie Fuck und was weiß ich was hießen. Ja, stimmt. Und Professor Eich hatte auch so ein... Jetzt komme ich nicht mehr drauf, aber Professor Eich war da noch noch verpeilter als der normale Professor Eich. Und das fand ich einfach grandios. Ja, weil die... Stimmt, das war ja eine originale Version, die aber in Vietnamesisch übersetzt wurde und von Vietnamesisch dann wieder auf Englisch übersetzt wurde. Aber anscheinend von jemandem, der nicht Englisch konnte. Ja. Von Bing wahrscheinlich. Ich finde Bing gut. Richtig, irgendwann gehen alle Jungen fort, um ein Abenteuer zu erleben. Ich finde diese... Eich von nebenan hat nach dir gefragt. Dieses ganze Feeling, so du gehst jetzt in die Welt und du trainierst dich da hoch, das ist einfach geil. Voll. Und ist auch grafisch, also... Ja, es war simpel, aber halt dafür die Kämpfe waren halt für den Gameboy sehr detailliert. Ich muss sagen, das ist gerade ein bisschen schwierig zu steuern hier auf dem SNES. Danke, es ist auf jeden Fall ein bisschen, was mir auch generell auffällt, weißt du was, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ihr habt wahrscheinlich die legendären Hugo-Folgen, die wir immer wieder bewerben. die habt ihr bestimmt schon gesehen, habt festgestellt mit dem Verzögerung. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir das Signal nochmal durch den Rekorder schleifen. Das dürfte aber jetzt eigentlich keine großartige Verzögerung bedeuten, aber vielleicht ist auch ein Grund dafür, dass es leicht verzögert wird. Aber hier bringt das ja nichts. Oh nein, ich bin ins hohe Gras gegangen. Oh, was auf jeden Fall auch auffällt, was soll ich denn jetzt sagen? Jetzt komme ich nicht mehr drauf, verdammt. Ich weiß es nicht. Oh, ich wollte irgendwas sagen. Aber dann gehe ich mal wieder auf die Nuzlocke kurz zurück. Ja, bitte, und zwar, ich würde sagen, wir könnten uns jetzt entweder, also in Pokémon Center gehe ich auf jeden Fall, wir könnten uns jetzt aber darauf festlegen, ich darf während des Kampfes keine Items benutzen. Ja. Nur außerhalb des Kampfes. Wenn du willst, könnten wir das so machen. Okay, gerne. Okay. Dann fügen wir das noch der Regelliste, die ich jetzt bestimmt auch einblende, noch hinzu. Katsching. Und jetzt haben wir unsere Regeln festgelegt. Komm, folge mir. Ach,
Ach genau, was ich sagen wollte ist, vielleicht fällt jetzt auf, dass er so leichte Verzögerungen hat beim Screen erstellen. Das war auf dem Gameboy nicht, das sieht glaube ich auch am Super Gameboy, dass sich teilweise bei Bewegungen die Tiles so ein bisschen Interlaced-mäßig aufbauen. Ja, das kann die sein. Die ziehen so leicht nach. Also aber das könnte auch noch ein bisschen an dem Flatscreen liegen. Weiß ich nicht. Der SCART-Eingang, also das Signal ist eigentlich das ist so ein normales F-Bus-Signal, also nennt man das, dass da durchgejagt wird und eigentlich dürfte das nicht daran liegen. Aber was soll's, ist jetzt Jacke die Hose. Tech Talk. Genau. Dort liegen drei Pokémon. Jetzt gibt's eine Sache, Jan, vielleicht müsstest du mal kurz einen Würfel holen. Ach so, ja natürlich. Den habe ich natürlich vorbereitet. Ja, wir haben gerade sehr spontan beschlossen, hier die Nutzlock zu machen, deswegen haben wir jetzt gerade nicht an den Würfel. Reicht dir auch ein Würfel im Internet aus? Du kannst auch einfach so einen Internetwürfel nehmen. Ich würde sagen, 1 bis 2 ist Bisasam, 2 bis 3 ist Shiggy und 3 bis 4 ist Glumanda. Das ist 1 bis 2, das war ja richtig dumm. 1 bis 2, 3 bis 4 und 5 bis 6 natürlich. Ja. Was ist 1 bis 2? Bisasam. So, ich habe eine 2 gewürfelt. Wirklich? Ja. Bitte. Okay, ja, ich wollte nur wissen. Ich mache einen Screenshot. Weil du gerade nochmal nachgefragt hast. Was war 1 bis 2? ja, genau, ich habe eine 2 gewürfelt. Okay, Bisasam soll es sein. Okay, natürlich. Da bin ich wieder. Natürlich weint da mein Herz ein kleines bisschen, weil ich schon gehofft habe, einen Glumanda zu nehmen. Aber es macht natürlich das Spiel ein bisschen einfacher. Ja, wollen wir mal so sagen? Ich meine jetzt von den Gyms hier. Genau, ich will jetzt mal so sagen, Bisasam hat einfach so einen eigenen Style. Weißt du, klar, Glumanda, Shiggy sind die erste Wahl, aber ich war schon mal ein besonderes Kind. Und ich habe halt Bisasam gewählt, weil ich dachte, da steckt doch mehr dahinter. Ja. Und ich wusste, das ist so. Und jetzt willst du auch mit Bisasam erstmal Wilbur's Glumanda ficken. Stimmt. Fertig machen. Weil Bisasam einfach der coolste ist. Da führt man so einen Swag mit sich. Wir könnten auch noch die Regel einführen, dass du dein Starter-Pokémon einfach freilassen musst. Gibt's ja auch. Ach so, na nee, komm, das lassen wir. Du fängst dein erstes und danach lässt du Bisasam frei. Nee. Okay. Nee. Oh, Glumanda ist hier das erste. Ändert sich, ist Bisasam nicht immer in der Mitte? Weiß ich nicht. Also von den Pokédex-Einträgen ist Bisasam ja Nummer 1, deswegen dachte ich, dass wir jetzt ganz links. Ah, da ist es. Samen. Er ist einfach der Geilste, oder? So ein kleiner Knirps mit der Knospe hinten drauf, das ist einfach ein Traum. Oder mit dem Samen auf dem Rücken. Du hast einen Samen auf dem Rücken. Ja, das habe ich. Deswegen hast du das so gerne genommen, weil du auch immer Samen auf dem Rücken hattest, ne? Ja, so gerne hatte ich. Du warst doch auf einer katholischen Schule, oder nicht? So gerne hatte ich das nicht auf dem Rücken, aber man lernt halt damit leben, ne? Mhm. Dieses Schweigen. Ich denke gerade ernst gemeint. Ich denke gerade an einen alten Titanic-Witz. Xavier Nandu wurde Menschen, die unnütz sind. In der Reihe Menschen, die unnütz sind. Zu Xavier Nandu und dann ging da irgendwie so der Spruch, dass wenn er als Kind missbraucht wurde oder nee, sexuell belästigt wurde, war es anscheinend nicht genug, um ihn gute Lieder schreiben zu lassen. Ja, ich habe das Gefühl, wir sollten auf das achten, was wir dir sagen. Ach, wieso? Ich nenne ihn mal Sami, ja? Ja, das finde ich gut. Sami Deluxe. Oh ja, bitte. Würde sogar passen. Ja, das ist eins der Spiele, wo das Leerzeichen auch tatsächlich einfach durch eine leere Stelle signalisiert wird. Ah, es passt. Ja, komm, Deluxe. Ja. Deluxe. Sami, der alte Lux. Sami vom Lichte. Ja. Ich nehme dieses Pokémon. Ja. Wilbur erhält Glumanda. Und schon mal haben wir jetzt festgelegt, dass in dieser Welt für Shiggy kein Platz sein wird. Ja. Ist das nicht traurig? Ja, vielleicht hat er aber auch Glück, weil er als einziger überleben wird. Also, wir halten mal fest, Bisa wird nichts geschehen. Sami Deluxe wird... Sami Deluxe, ja bitte. Sami Deluxe wird nichts geschehen, sonst raste ich hier aus, ja? Was passiert, wenn ich jetzt schon sterbe? Dann bin ich sehr traurig. So. Okay, das war ein sehr kurzes Let's Play. Was heißt kurz? Wir sind kurz vor Ende der Folge, deswegen würde ich sagen, wir werden diesen Kampf jetzt noch zu Ende führen und dann, Philipp,
wird hoffentlich Sami noch am Leben sein. Sonst bin ich echt enttäuscht. Er muss ja am Leben sein. Er muss ja am Leben sein. Ja, sonst haben wir verloren. Ja. Stimmt, ne? Was wir auch noch nicht gesagt haben, glaube ich. Wenn das letzte Pokémon stirbt, ist die Nuzlocke auch vorbei. Man kann sich dann kein neues mehr holen. Ich bin aufgeregt. Ich bin ja jemand, der im ersten Kampf überhaupt nicht Heuler oder sowas benutzt. Nee, weil der Gegner nutzt ja. Er wird jetzt ja. Was hat Glumanda? Hat der Heuler oder was hat der? Der hat Silberblick, glaube ich. Ah, okay, weil das wird jetzt ja gleich einsetzen. Das ist ja der einzige Grund, warum du gewinnst. Ah, nee, Heuler hat er. Okay. Weil Wilbur nämlich total der Trottel ist. Ja, aber ich habe einen schlechten Angriff. Wie gesagt, bei mir ist halt Spezialangriff nur gut. Und die Stats sind ja auch immer random generiert, ne? Also wahrscheinlich hast du jetzt auch noch ein bisschen Pech. Oh, Volltreffer. Gehabt. Nee, ich glaube, in dem Spiel war das nämlich tatsächlich noch nicht so. Ah, ich meine doch. Also ich bin mir sicher, dass sich die Viecher... Also ich bin mir sehr sicher, dass sich die Viecher unterschieden haben in den Stats. Ja, natürlich, die verschiedenen Pokémon-Gegner... Auch die Starter, glaube ich. Ja, aber jetzt nicht... Nicht random, also ich glaube nicht, dass... Also müssen wir mal nachgucken. Also ich meine, dass die so eine Varianz hatten. Ich bin mir halt nicht sicher. Ich meine, das wäre erst ab Gold und Silber so gewesen, aber ich kann mich irren. Oh, Kratzer hat der schon. Ja, ja. Aber... Ach, das ist ja eh seine starken Startattacker, genau, ja. Okay, jetzt hat er es auf jeden Fall. Jawohl! Sehr gut, Sami. Sami ist direkt auf Level 6, würde ich mal sagen. Geil gemacht. Sami Deluxe erhält 69. Oh Mann, ey. Heute verwöhnen wir euch aber. Und er erreicht Level 6. Seid ihr noch nicht 12, haltet euch die Ohren zu. Olaf besiegt Wilbur. Was? Unmöglich! Ich habe mir das falsche Pokémon ausgesucht. Ich glaube, du hast dir ein falsches Leben ausgesucht. Das kann doch nicht wahr sein, dass der mit Glumanda gegen Bisasam verliert. Echt? Der weiß noch nicht mal, dass das ein Feuer-Pokémon ist. Ja. Wobei man sagen muss, wir sehen uns später. Eine feuerspezifische Attacke hat er jetzt ja noch nicht, deshalb. Doof, dass die ihm da nicht, im Englischen sagt er nämlich immer, smell you later. Ah, ja. Ich hätte es witzig gefunden, wenn die da noch gemacht hätten. Wir riechen uns später. Ja, hätten sie das gemacht, das wäre irgendwie cool gewesen. Auf der anderen Seite hätten dann heute wieder Fans eine Petition gestartet für eine richtige Übersetzung. Wir wissen noch, wie das Ganze läuft. Ja, aber weißt du, so der hat halt weniger Toot hier, finde ich, der Gary. Ja. Der ist weniger ein Arschloch als in der englischen Version. Wobei, ich fand ihn als Kind schon kacke. Ja, ja, klar. Wobei, je länger das Spiel dauerte, desto mehr hast du auch gemerkt, dass er reift. Lass uns mal gucken, ich bin jetzt direkt wieder geheilt, ne? Ja. Ja. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir das Ganze jetzt auch und wir werden die Challenge und fortsetzen in der nächsten Folge und hoffen, dass Philipp es vielleicht schafft, bis zu den zu den Top 4 natürlich. Top 4 sich durchzuschlagen, genau. Ja, auf jeden Fall, also. Ja, was heißt auf jeden Fall? Ich will nichts sagen, aber... Ich will ja nichts sagen, aber ich bin jetzt seit 16 Jahren Pokémon-Meister. Das können wahrscheinlich nur ganz wenige Millionen weitere Kinder von sich behaupten. Ja. Ja. Ich und vielleicht noch Peter von nebenan. Okay. Ich hatte wirklich einen Nachbarn, der Peter heißt. Ich hatte einen Nachbarn, der Sven heißt, der erstmal mit dem Hinterkopf an die Mauer gefallen hat und vor die Wunde. Peter ist gegen ein Auto gelaufen, was gefahren ist. Nein. Krass. Wenn ihr noch mehr so aufhaltende Storys hören wollt, dann like, comment und subscribe und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder zu Pokémon Rote Edition Nuzlocke Ultra Challenge. YOLO Swag. Yeah!